Reitschuster.de. Ist Corona vorbei? Geht es im Herbst wieder los? Oder sind wir noch mittendrin in der Pandemie? Darüber habe ich mich unterhalten mit Dr. Paul Brandenburg. Er ist Arzt und einer der bekanntesten Corona-Kritiker. Das Interview war, wie man es gewohnt ist, von Dr. Brandenburg wieder so kritisch, dass ich es auf YouTube nicht ausstrahlen kann, weil da die Zensoren hier wieder am Werke wären. Die Gefahr wäre groß, was schon zeigt, wie sensibel das Thema ist und wie groß die Angst bei einigen ist. Herr Dr. Brandenburg, können Sie kurz zusammenfassen, was Ihnen das Wichtigste war in dem Internet, und unseren Zuschauern sagen, warum Sie die Mühe auf sich nehmen sollten, hier unten kurz zu klicken und ins freie Internet zu wechseln? Ich glaube, weil es ganz unterhaltsam und interessant war, was wir da rausgefunden haben, denn die entschiedene Antwort war ja in vielerer Hinsicht ein entschiedenes sowohl als auch. Nicht? Sowohl als auch vorbei, wie auch wird es wahrscheinlich weitergehen, weil es eben sich nicht begrenzt auf ein bestimmtes Virus, nicht auf bestimmte Maßnahmen, sondern unsere Erkenntnis war ja, dass da offensichtlich, sagen wir mal, gewisse angelernte Verhaltensweisen in unseren Breiten, gewisse politisch-kulturelle Eigenschaften dazu führen, dass dieses Land und diese Menschen sich hier schwer tun, damit gemachte Fehler einzugestehen, sei das nun bezogen auf eine Pandemie, sei es bezogen auf Russlandpolitik. Und wir haben die Frage diskutiert, wie kommt man daraus, wie äußert sich's und was kann jeder Einzelne vielleicht auch machen, um uns da voranzubringen? Ja, wechseln Sie mit mir rüber. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, oder ich bin überzeugt, versprechen kann ich es Ihnen nicht, wenn Sie jetzt ein strikter Anhänger der Corona-Politik sind, dann werden Sie vielleicht enttäuscht sein, wenn Sie rübergehen, aber sagen wir es mal so, wenn Sie ein kritischer Geist sind, dann werden Sie es nicht bereuen. Wir haben auch noch andere Themen angesprochen, zum Beispiel die Spaltung der Corona-Kritiker jetzt aufgrund des Krieges in der Ukraine und anderes. Also gehen Sie mit mir rüber. Für Sie ein kleiner Aufwand, ein Klick unten. Dafür zeigen Sie aber den Sensoren, dass es so nicht geht, dass wir uns das Betreute informieren nicht gefallen lassen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, unterstützen Sie. Wir kriegen keine GZ-Gebühren, keine Millionen teuren Werbung für Impfung, die vom Staat bezahlt wird. Deshalb ist jede Unterstützung wichtig. Vielen herzlichen Dank. Ihnen vor allem ein großes Dankeschön, Herr Dr. Brandenburg, und auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen, Herr Reitschuster. Wir sehen uns auf Reitschuster.